Das Akademiekonzert im Rosengarten, eine Tradition, die schon lange währt. Gegründet 1778 im Geiste der Mannheimer Schule von den Musikern der Mannheimer Hofkapelle, gab die Akademie das erste Konzert im Rosengarten 1903. Seit 238 Jahren ist das klassische Spiel hier zu Hause. Damit ist es eine der ältesten und traditionsreichsten Konzertreihen der Welt. 2016 gibt es nun einen Personalwechsel. Alexander Soddy ist neuer Chefdirigent bei der Musikalischen Akademie und neuer Generalmusikdirektor in Mannheim. Es ist eine riesige Ehre, so ein Theater, so ein Orchester da als GMD zu sein. Es hat eine fantastische Ruf, also nicht nur hier in Deutschland, also außerhalb von Deutschland. Es war sehr bekannt in der Vergangenheit als ein riesiges Repertoirehaus und es ist immer noch, hat ein riesiges Repertoire. Darauf will ich noch aufbauen in dieser nächsten Zeit, weil ich finde, es zu Recht gilt, dass es eine von den wichtigsten Repertoire-Theatern in Europa überhaupt. Ja, Riesenmann, also keine Frage. Das war eigentlich sofort klar. Also als er hier ankam, sich vorgestellt hat, in den zwei Vordirigaten, die er hier hatte, sind ihm die Herzen der Kollegen zugeflogen. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Er hat eine sehr, sehr, sehr große Mehrheit des Orchesters hinter sich gebracht. Dass das funktioniert, hat man, glaube ich, gestern Abend hören können. Die Musikalische Akademie des Nationaltheaterorchesters Mannheim gibt im Jahr 8 Konzerte, je 2 Aufführungen. An diesem Abend erwartet die Gäste Beethovens Ouvertüre zu Leonore Nummer 3, Ades Asyla und ein Heldenleben von Strauss. Aber nicht nur deswegen strömen die Menschen in Scharen in den Mozartsaal, es ist auch das Antrittskonzert von Alexander Soddy. Der neue Chefdirigent reiht sich in eine große Liste bekannter Musiker ein, die hier schon mitgewirkt haben. Brahms, Furtwängler, Strauss, Stein, Zimmermann und viele mehr. So viel Prominenz kann nicht jedes Orchester vorweisen. Erstmal sind die Akademiekonzerte insofern besonders, als dass es eigentlich die älteste durchgehende Konzertreihe in Deutschland ist. Wir sind jetzt in der 238. Spielzeit, allein das ist schon wirklich bemerkenswert. Es ist seit den Anfangszeiten immer in den Händen der Musiker gewesen, das ist auch eine Besonderheit der Akademiekonzerte, dass wir eben keinen Intendanten haben, der uns erklärt, was wir machen müssen. Nein, wir entscheiden eben selbst und eigenständig, was wir hier tun, in enger Abstimmung mit unserem Chefdirigenten, aber eben komplett selbstständig. Das ist für mich, wie wahrscheinlich für viele Mannheimer, ein Teil von Mannheim. Und diese 238 Jahre, die inzwischen hinter uns liegen, die haben vieles auf und ab gebracht, aber sie haben immer eines gebracht: Konzert auf höchstem Niveau. Und insofern ist für mich die Musikalische Akademie des Nationaltheaterorchesters das Symphonieorchester der Region. Es gibt hier ein großes Angebot, aber für mich ist das, wie für viele Mannheimer, ist das die Nummer 1. Das Akademiekonzert findet im Mozartsaal statt, dem größten Konzertsaal in der Region. Ihn zu füllen, das schafft nicht jedes Orchester, die Musikalische Akademie an diesem Abend aber schon. Für die Musiker ist es immer wieder etwas Besonderes, in diesem Saal zu spielen. Es ist eine Herausforderung. Man darf nicht vergessen, der Rosengarten hat nur knapp weniger Plätze als die Berliner Philharmonie. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Saal. Und das ist auch das, was für uns Musiker dann den Reiz ausmacht, hier zu spielen, dass man im Gegensatz zur Oper, wo man meistens im Graben sitzt, und einen relativ kleinen Raum bespielt, dann natürlich, klar, das Opernhaus ist größer, aber man hat hier doppelt so viele Plätze, der Raum ist riesengroß. Man muss hier nochmal was ganz anderes klanglich leisten, um den Raum zu füllen. Und das macht dann manchmal auch riesen Spaß, also wenn man wirklich bis an die Grenzen gehen kann, ne? Und der Raum macht das mit. Klassische Musik gehört zum Auftrag, zum kulturellen Auftrag, den wir haben. Und wenn man die Zuschauerzahlen bedenkt, die hier im Haus sind bei klassischen Konzerten, im Jahr etwa oder pro Saison etwa 60.000, 70.000, dann kann man schon sagen, also die meisten Menschen kommen in den Rosengarten wegen der Klassik. Die Balance zwischen Tradition und Moderne, das ist sowohl dem Orchester als auch dem Chefdirigenten wichtig. Trotzdem soll am Programm gefeilt werden, damit die Besucher auch in Zukunft einen Anreiz haben, die Konzertreihe zu verfolgen.
ich habe ein sehr gutes Gefühl mit diesem Orchester, mit diesem Haus, mit dem Publikum auch. Das Streben nach der höchsten Qualität, das nie aufgeben, dass man jeder Moment, jede Repertoireaufführung, jedes Konzert ist ein Event. Es ist ein Moment in Zeit, das man nie zurückbekommt. Und für mich deshalb ist es jeder musikalische Moment kostbar. Und ich hoffe, dass das Publikum wird da spüren über die Zeit die Besonderheit und was wir eigentlich machen. Also die Liebe, das wir für unsere Arbeit haben, das ist sehr wichtig. Die Akademiekonzerte gibt es seit 238 Jahren. Insofern bin ich mir relativ sicher, dass sie auch uns überleben werden. Das ist erst mal ein gutes Bauchgefühl. Und dann wünsche ich mir aber, dass wir mit Alex Soddy hier in der Stadt ankommen, dass das Publikum merkt, was wir an ihm haben. Und dass die Begeisterung, die wir mit ihm zusammen auf der Bühne haben, dass sich das überträgt aufs Publikum. Die Musikalische Akademie des Nationaltheaterorchesters Mannheim und Chefdirigent Alexander Soddy. Eine Kombination, die das Publikum an diesem Abend begeistert und sicherlich auch in Zukunft begeistern wird.